Elrond Airdrop. Nein, Elrond Earndrop. Willkommen zur Kryptoeule. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, ihr habt gehört, Elrond hat einen Airdrop. Nein, ein Earndrop. Also ihr müsst dafür etwas tun, dass man bis zu 0,2 E-Gold gewinnen kann. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch in diesem Video erklären und zeigen und auch, was aktuell bei Elrond so los ist. Starten wir rein. Das Ganze ist über CoinMarketCap. Den Link zu diesem ganzen Gewinnspiel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und zwar, das Ganze funktioniert so, hier seht ihr das Ganze, ich bin da schon mit dabei mit meinem Maya, hier sieht man auch Maya Earndrop, nicht Airdrop. Und ich bin hier mit meinem Maya-Handle dabei, @StefanV. Dann der totale Airdrop, also wie viel es insgesamt gibt, sind 400 E-Gold, die ausgeschüttet werden. Und es werden 2000 Gewinner gezogen. Und aktuell nehmen schon 25.754 Leute an diesem Gewinnspiel teil. Das Ganze läuft zum Videoaufnahmezeitpunkt noch 5 Tage und 14 Stunden. Also da ist noch genug Zeit. Und zwar, das Ganze endet am 14. Juli und dann kann man auch sehen, ob man gewonnen hat. Und das Ganze funktioniert so, und zwar, ihr müsst auf CoinMarketCap registriert sein. CoinMarketCap, jeder, der es nicht kennt, eine wunderbare Seite, auch um zu schauen, was machen die anderen Coins, was steckt dahinter, was gibt es da für, ja, wie sind die Preisentwicklungen, wie sind die ganzen Adoptionen und auch unten drunter, was machen sie überhaupt. Immer eine Seite zum Empfehlen. Ihr müsst hier registriert sein und dann müsst ihr Elrond zu eurer Watchlist hinzufügen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf Elrond, drückt hier drauf und dann habt ihr die schon auf der Watchlist. Ihr müsst natürlich hier oben registriert sein. Nachdem ihr das zu eurer Watchlist hinzugefügt habt, dann geht ihr ganz einfach auf Twitter. Also ihr müsst auch bei Twitter registriert sein und dann einfach auf Maya Crypto und dann ganz einfach folgen. Dann das Ganze noch mal für Elrond selber, und zwar den Elrond Network. Also ihr klickt das einfach hier an, ihr seht das schon, dann öffnen sich die Seiten. Dann Benjamin Minko, den CEO von Elrond, den müsst ihr auch folgen. Dann liken und retweeten, und zwar diesen hier. The Maya 40k Sprint, und zwar diesen Earndrop, den müsst ihr retweeten und liken. Und unten drunter kommt es dann noch, ihr müsst dann noch 4 Freunde hinzufügen. Also heißt, ihr antwortet einfach und fügt dort 4 Freunde hinzu, wo ihr sagt, hey, möchtest du nicht ein paar Elrond haben oder beziehungsweise den Leuten das Ganze zeigen? Ich habe ja auch schon öfters mal die Maya-App hier in den Videos erklärt, beziehungsweise ich glaube hier auf dem Kanal, glaube ich bis jetzt leider nur einmal erst, aber ich glaube in diesem Video hat man auch wunderbar gesehen, über Maya ist es wunderbar schnell und einfach vor allem Sachen zu versenden. Es ist nicht mehr so, dass ich mir die Nummer raussuchen muss, den Public Key A, B, X, C, vertippt, hat jemand anderes bekommen oder das Geld ist futsch. Nein, einfach, wie ihr es hier gesehen habt, in meinem Fall, @StefanV, das ist mein Maya Hero Tag, den habt ihr für immer und der ist euch sicher und so sende ich einfach Geld. Also wenn man jetzt in dem Fall mir 0,001 E-Gold senden möchte, dann einfach @StefanV. Übrigens, wer mir Geld senden möchte, ich sende das auch gerne zurück, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Dann gehen wir weiter, nachdem wir das gemacht hat, das Ganze geliked, getweetet und 4 Freunde getaggt hat, dann joint man noch die Maya-Telegram-Gruppe und man liked Maya auf Facebook. Dann, ganz wichtig, natürlich, download the Maya-App. Ist natürlich ganz easy. Ihr ladet euch die Maya-App runter. Gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, mit dem Link, der unter dem Video ist. Müsst ihr aber nicht. Das ist eure eigene Entscheidung. Oder wenn ihr Freunde habt, die schon die Maya-App nutzen, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, fragt doch die einfach nach einem Link. Somit kriegt ihr ein kleines Goodie und sie auch. Also somit lohnt sich schon, wenn man da einen anderen Link benutzt. Sonst sind die, ja, Belohnungen, sage ich mal, sie sind dann futsch. Dann haben wir dazu noch ein kleines Video. Wie geht das noch mit dem Hero Tag? Ist recht einfach und dann ist man auch schon dabei. Und ja, das Ganze füllt man einfach aus. Und wie ihr seht, ich bin hier schon dabei. Danach öffnet sich noch ein Fenster, wenn man mitnehmen machen möchte. Und dann füllt man die ganzen Sachen einfach nochmal aus. Dann muss man aussuchen sein Telegram-Handle, sein Twitter-Handle und natürlich sein Hero-Tag auf Maya. Das Ganze ist ganz einfach. Übrigens, wenn ihr schon auf Telegram unterwegs seid, was ich euch empfehlen kann, natürlich die Telegram-Gruppe unseres Kanals. Wir haben nur eine Kanalgruppe, also da werden nur Videos angekündigt und man kann das Ganze kommentieren.
Also keine Schreiberei. Aber wenn ihr euch für Elrond interessiert und der deutschen Sprache mächtig seid, wovon ich stark ausgehe, wenn ihr dieses Video schaut, dann joint doch der deutschen Elrond-Telegram-Gruppe. Das sind wirklich super Leute da drin, immer informativ. Man kann dort alles fragen und man erhält immer die wichtigsten Infos, natürlich auch auf Deutsch. Alles unter der Videobeschreibung. Geht doch einfach mal in die Gruppen, tauscht euch dort aus. Und so seid ihr immer auf dem Laufenden, was bei Elrond überhaupt aktuell passiert. Und was aktuell bei Elrond passiert, kann ich euch auch hier in diesem Fall zeigen. Und zwar, Elrond möchte wachsen. Elrond sagt, wir wollen mit Maia wachsen, durch Maia wachsen, mit dieser Sache mit dem Hero Tag. Übrigens, Hero Tag, ganz interessant. Man stellte sich mal vor, man hätte jetzt einen Hero Tag mit Namen Herkules. Und irgendwann kommt einer und sagt, ich bin Herkules-Fan und will Herkules haben. Vielleicht wird es in Zukunft auch möglich sein, diesen Hero Tag zu handeln. Nur mal so als kleiner Gedankenspiel. Und diesen Hero Tag gibt es halt nur einmal. Es gibt nur einen Stefan V in meinem Fall. Es gibt nur einen sonst was. Und es gibt nicht mehr davon. Also einmal den Hero Tag und sonst kann man den halt nur mit Zahlen oder Buchstaben ergänzen. Aber sonst ist der nicht duplizierbar. Im Prinzip genau wie Twitter und so weiter. Und über diesen Hero Tag Geld zu versenden, übrigens Geld, was kann ich in der Maya-App versenden? E-Gold, natürlich Elrond, BNB, Binance Coin, Ethereum, also Ether und mittlerweile auch Bitcoin. Ja, man kann über die Maya-App einfach Bitcoin versenden. Man kann natürlich auch über die Maya-App kaufen, ganz einfach. Ich lade dort Geld auf über die Kreditkarte und kaufe mir dann dort in der App meine Coins bzw. Token, die ich haben möchte und kann diese versenden. Und ich kann sogar meine Elrond in dieser App staken. Das nur zur App. Und damit möchte Elrond wachsen, man möchte Adoption, man möchte groß werden und diese Herotech-Sache durch auch diese drei großen anderen Coins neben Elrond ist eine feine Sache und ich glaube, dass das viele Leute interessiert, anstatt immer diese Public Key, BTD. Ihr kennt das, wenn man das schon mal gemacht hat, diese ganzen Zeichen und dann noch korrigieren, ob das alles richtig ist. Klar, man kann kopieren, copy-paste, aber trotzdem, man kontrolliert es ja immer. Und wenn ich aber weiß, der Hero Tag Stefan V in meinem Fall, der ist dann so, dann weiß jeder, hier, da, brauche ich nichts mehr kontrollieren, das ist so und den gibt es nur einmal. Ja, und was bei Elrond aktuell passiert, kann ich euch auch zeigen, Elrond Grow. Elrond hat ja eine wunderbare Homepage, da werde ich demnächst auch noch ein Video zu machen. Und hier sieht man die User Adoption. Hier sieht man die ganzen Daten und dann sieht man, wie das Ganze wächst. Hier war, glaube ich, Anfang des Jahres der Start von Maya und dann ging das Ganze ab und aktuell sieht man auch einen starken Wachstum. Hier könnte man sogar hingehen und sagen, mich interessiert, wie viele Leute haben denn mehr als 1000 E-Gold? Dann sieht man, ja, da sind nicht sehr viele. Das sind nur, in Anführungszeichen, 1221. Aber man muss natürlich sagen, 1000 E-Gold ist natürlich auch recht viel. Gehen wir mal hin und sagen wir mal, wie viele Leute haben denn 100 E-Gold? Da sind wir schon fast bei den 10.000, 9.438. Und dann gehen wir mal auf, wer hat denn mehr als 10 E-Gold? Ich denke mal, jeder, der sich für Elrond interessiert und sagt, ach komm, ich investiere mal, dann ist man schon schnell bei den 10 und dann sind wir auch schon bei 54.000. Das nur mal so, dass man das mal gesehen hat. Und man sieht aber auch, dass Elrond hier extrem am Wachsen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige neue dieses Video sehen und dadurch sagen, 0,2 E-Gold direkt als Geschenk und einen unveränderbaren, einzigartigen Hero Tag, wo ich nicht mehr die Adresse eingeben muss. Das sind doch viele Vorteile und vielleicht gewinne ich ja diese 0,2 E-Gold und habe direkt auf der App einen Startbonus. Übrigens, wenn ihr die App runterladet, ich habe schon mal gesagt, nehmt gerne meinen Link, würde mich sehr freuen. Und wenn ich gewinnen sollte, diese 0,2 E-Gold, dann möchte ich diese auch hier verlosen. Was müsst ihr dafür tun, dass man sagt, ey, wenn er gewinnt, dann möchte ich diese 0,2 E-Gold doch haben. Ich wäre auch bereit, diese zu teilen, sagen wir mal durch zwei Gewinner, damit es auch lohnt, 0,1 E-Gold. Kommentiert doch einfach unter dem Video, warum du E-Gold gut findest, beziehungsweise Elrond und was an Elrond so toll ist. Denkt an die Telegram-Gruppen, alles unter der Videobeschreibung. Würde mich und uns in der Elrond-Community freuen, wenn ihr dazu stoßt. Und sonst danke ich euch fürs Zusehen und wie immer bis zum nächsten Video.